Ein herzliches Hallo an alle Gaming-Fans da draußen. Wir sind wieder hier zurück in Dark Souls 2 und ja, wir haben uns erfolgreich weiter nach unten gekämpft, würde ich sagen, und stellen uns jetzt den weiteren Gefahren. Hier vorne ist ja dieses merkwürdige, ominöse Schiff aufgetaucht, aber ich würde sagen, wir bleiben am besten vorsichtig. Wenn ich schon so weit gekommen bin, müssen wir nicht unbedingt riskieren, dass ich bei der nächsten Gelegenheit in irgendein Loch falle oder runtergeschubst oder gestoßen werde, verbrannt, erstochen oder sonst irgendwas abkriege. Händler rechts, nein, Händler ist links. Da ist links. Der rechts und links verwechseln hier. Okay. Wo halte ich was? Was höre ich denn? Was denn? Hä? Was war das? Will man mich verarschen? Ach, da hinten drin. Was, du bist wiedergekommen? Ich habe dich doch eigentlich erledigt. Hä? Da hinten war ich irgendwie schon dran, oder? Der Wagen bringt nichts, oder? Nö, bringt nichts. Ja, hätte ich mir sparen können. 8400 Seelen, mal sehen, ob es damit irgendwas Nützliches gibt, was man machen kann. Aber hier, wenn ich hier rechts runtergehe, dann bin ich wieder dort, wo ich vorhin war. Also am Start. Weil ich hier nämlich nicht durchkomme. Da hinten starte ich immer von dem Schiff aus, also bin ich jetzt auf der anderen Seite, wie schön. Freund voraus, ja, ja. Wunder wird benötigt. Benötigt? Vom Wunderverkäufer oder was? Oh, ein Rad mit einer Leine. Eine Leine hier hinten. Was soll ich da hoch? Da muss ich erstmal schlau werden. Bestie voraus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Weiß, du hältst mich für magielos. I see light. I am. Ach so. Ha. Okay, du bist also only für Magier da. Aber was kann ich mit... Träne voraus. Ja. Ja, er hält mich halt für unwürdig wegen Magie, aber was kann ich hier machen? Gar nichts. Ach ja, ich wollte... Genau, erstmal wieder zum normalen Schwert umswitchen. Hier geht's ganz schön tief nach unten. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe den Nisa gerade eben rausgeschnitten. Sowas lasse ich ungern drin. Wenn ich es nicht vergessen haben sollte, war gerade eben ein kleiner Cut zu sehen. Ist da oben schon mal ein Blutfleck, das sagt doch schon mal was aus. Noch ein Blutfleck, noch ein Blutfleck. Okay, was geht da nur ab, dass da so viele Blutflecken sind? Gucken. Besser umgucken. Verbündete wird benötigt. Nö. Sag mir, was ist da vorne los? Nein, nicht einfach zurück. Sag, was los ist.
Was ist denn los? Giftmoos, Heimkehrknochen, Estusflakon, Lebensstein. Lass ich den erstmal drin. Blutfleck. Ach, da oben. Mache ich das doch erstmal. Oh, ja. Hier muss man es natürlich gedrückt halten. Nein, es ging gerade über seinen Kopf drüber. So. Au! Nein, nicht wieder die. Na. Boah, nein, 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 nein. Ja, genau, da hat das gleich mal ausgenutzt. Das. Ich hier. Alter. Braucht doch noch ein bisschen mehr Ausdauer. So. Wo wird bitte schön ein Verbündeter benötigt? Hey, der Lebensstein heilt ziemlich gut. Und friss das. Was? Nein. Wow. Was? Das hat ja noch ganz schön lange angehalten hier. Weg. Erstmal in Sicherheit hier. Puh. Warum war ich so lange mit diesem Zeug getaucht, ey? Ich gehe jetzt einfach mal hier drauf, in der Hoffnung, dass jetzt nicht 18 Viecher kommen. Weil ich mich jetzt mit diesen Idioten hier kümmern möchte. Mistvieh. So. Hier ist ein Steuerrad, das nützt mir gar nichts. Hier ist ein Seil, kann ich das durchtrennen? Nein, das kann ich nicht. Oder stand ich vielleicht nur falsch, um es zu durchtrennen? Nein. Hier habe ich auch nichts. Eine Art Gefängnis. Da komme ich nicht hoch. Das ist ein Gitter. Also Gefängnisse kriege ich auch nicht. Kann ich eventuell das Rad hier? Nein. Voll aus Eisen. Full of Steel. Da unten ist ein Nebeleingang. Also wahrscheinlich wieder Boss Entrance. Kann man überhaupt nichts machen. Super. Alles umsonst soweit hier. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt hier. Was mich hier drin erwartet. Hier oben kann man nichts machen. Dö, 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 dö. Hallo, sind da irgendwelche Viecher? Nein. Nichts. Oh, eine Truhe. Ja, ich habe jetzt schon. Nee, die kann man gar nicht öffnen. Haha. Aber wieder unzerstörbare Objekte. Das hier geht kaputt. Ja, mein Schild bräuchte auch bald Reparaturen. Ja, ich will hier nur gucken. Da ist nichts weiter hier. Kisten, die in der Wand stehen. Alles kaputt machen. Könnte ja irgendwo was versteckt sein. Alter, ich hab
ein ungutes Gefühl, was dieser Nebel hier betrifft. Doch lieber wieder mein Feuerschwert nehmen, obwohl es nicht mehr viel hält, oder? Meh. Mein Eisenschild ist auch fast hinüber. Ich bin bestimmt durch sowas von tot. Ja. Nein, nicht getroffen. Na, solange du dich nicht heilst. Kommt Boss für Boss oder was? Das haben sie lächerlich gemacht mit dem Mast in der Mitte hier. Das macht es doch zu einfach. Das macht es echt zu einfach. Ja, okay. Habe ich noch nicht zu viel geholt. Weil manchmal will man zu viel und dann ist man sofort tot. Das kommt mal zu. Ich glaube, der mit den Schwertern wäre bösartig als der mit den Keulen. Deswegen lasse ich lieber den mit den Keulen auf mich einhauen, weil ich mir vorstellen kann, dass der mit den Schwertern einfach auch ein wenig schneller angreift als der mit den Keulen. Aber der mit den Keulen dafür halt heftiger. Und auch Blutung. Achso, und hat zweimal zugeschlagen. Oh, das ist jetzt natürlich eine überraschende Art anzugreifen. Natürlich, man ist auch gehandicapt, dass man durchaus besser langsamer ist als üblich. Naja, Schild in Gefahr. Merkt's, aber was soll ich machen? Da kommt jetzt der zweite. Ihr habt besiegt. Was war das für ein Bosskampf? Den Wachenseele, okay. Beides fast ziemlich im Arsch. Ja. Okay. Ach, ich sehe gerade, ich habe hier meine ganzen Pfeile verballert. Oder habe ich vielleicht noch ein paar? Joa. Aber Feuerpfeile, Giftpfeile, sehr begrenzt. Lieber erstmal rausnehmen. Besser ist es. Aber der Kampf gerade eben, das war ja schon irgendwo ein wenig unterfordernd. Ne? Und ich habe schon gedacht, ich kann das Schiff nehmen, um in ein anderes Gebiet zu kommen. Eine schöne blaue Flamme. Eine Art riesiger Kompass. Runterklettern, aber mit der Flamme kann ich nichts machen. Ne? Nee. Und hier... Ich habe das Gefühl, ich muss wieder vor einer Falle aufpassen. Nein. Pyromantieflamme und Feuerball. Das klingt doch mal nach was. Ich könnte jetzt auch auf Pyromantie gehen. Oh Gott, jetzt fahren wir doch wieder weg. Hatte ich doch recht. Das mit dem Schiff. Yeah, wo haben wir es hingekommen? Auf geht die große Fahrt ins blaue Unbekannte, oder? Nein, das sieht aus wie eine Burg. Ist das die, wo ich vorher schon war? Ja, toll, den Blutfleck eingebaut hier. Oh, der Holzschild. Ein langer Holzschild auf seiner Vorderseite ist ein Löwe abgebildet.
Was ist das da oben? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich glaube, das sollte man so nicht sehen. Ein Grafikbug, vermute ich mal. Da unten kommen wir rein. Okay. Jetzt sind auf einmal die ganzen blauen Lichter aus. Was soll denn das? Und zurück komme ich auch nicht, oder was? Hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich wohl oder übel erstmal ein Leuchtfeuer finden oder einen Heimkehrknochen verwenden, aber... Wie ein Traum, Illusion. Hm. Gelobt sei die Sonne. Übrigens, Finsternis. Ja. Den roten Speckstein habe ich auch noch nicht gefunden. Warum sind die so viele Tote? Ich mag da jetzt nicht reingehen mit meinem fast kaputten Schild. Halt. Ich habe ein... Ja, gut. Ich habe gewusst, das wird sich einmal lohnen. Nein, verdammt. Ja, beides repariert. Ah, ich dachte schon. Ach, alles repariert um ein bisschen? Gut. Also hier kann mir nichts ereilen. Von hinten. Wände sehen stabil aus. Da ist ein Hebel. Wo ist der Gegner? Wo ist er? Warum sterben hier unzählige Leute? Hier ist doch nichts. Nachricht. Ha! Ha! Ich könnte den... Ich glaube, der Hebel ist nur dafür da, um den Fahrstuhl wieder zurückzuholen. Könnte ich mal glatt vermuten. Ja, wenn er da runtergefallen ist. Ich werde den Blutfleck nicht berühren. Ich werde den... Ja, da kann ich wahrscheinlich den Hebel wirklich... wirklich nicht machen. Kann ich den Hebel wohl wirklich nicht machen, wenn ich hier erst nur dann runterkomme, wenn ich den Hebel betätigt habe. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ach, es geht nach oben. Eine Etage übersprungen. Links und rechts. Es gibt zum Glück nur diesen einen Durchgang. Hat jemand gelacht? Aha, ich musste erst den Knopf loslassen. Ich dachte schon, da hat jemand gelacht, weil er mich gefangen hat. Aha. Seele eines stolzen Ritters, schimmernder Lebensstein. Nett. Nett. Nein, das ist echt. Aber hier, das sieht komisch aus auf dem Boden hier. Wie so Linien, als ob das hier einbricht. Aber tut's nicht. Aber hier, das sind gerade Linien hier. Hier und hier. Wahrscheinlich wegen grafischer Animation, weil das irgendwie was darstellen sollte. Und das kriege ich nicht auf. Auch zu. Für scheinbare Wand, kurz gesagt Geldsack. Ich glaube nicht, dass das jetzt aufgeht. Nee. Wahrscheinlich ist hier irgendwo wieder ein Dingens, ein so, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwas mit diesen Weisheitsdingensbummens da, wo man den Stein einfügt, um irgendwas zu kriegen. Ja, verlorene Festung, ist das nicht das, wo ich von der anderen Seite her schon gekommen bin? Da ist aber was drin gewesen, oder? Habe ich doch, glaube ich, gerade gesehen. Ich hatte die ganze Zeit irgend so ein Wimmern. Oh. Du bist eingesperrt. Ich höre doch was die ganze Zeit über mir. Irgendetwas ist hier faul.
Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Alltägliche Frucht mal zwei. Ich kann mir das einbilden, aber... Ich höre doch aus den Zellen ganz deutlich Gejammer. Sind das die Steinfiguren hier, die jammern, aber weil das mal lebendige Wesen waren? Ein Leuchtfeuer. Schön, dann bin ich hier gefangen, oder was? Nein, ich wollte die Nachricht lesen. Jetzt. Boah, hat er mich gerade erschreckt, ey. Okay, ich werde mal... einen Feuerpfeil verschwenden. Weil ich jetzt neugierig bin. Natürlich bringt's nichts. War ja klar. Ich habe 23.000 Seelen. Ob ich die nicht erstmal ausgeben sollte, bevor ich weiterlaufe? Ich guck mal nach, ob ich beim Schmied irgendwas verbessern kann. Wobei, Zauber einstimmen. Nicht genug Zauberslots, ja. Verbrennen habe ich nur Menschenbilder. Reisen wir doch erstmal. Majula. Zu dem Kontinent. Oh, Feuerbolzen gibt's auch diesmal. Nett. Du, du, du. Ich will mal gucken, ob der Schmied irgendwas Sinnvolles hat. Wenn nicht, dann gehe ich halt zu Oma und kaufe dann noch eine ganze Ladung. Oh, Katana. 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 Uchi Katana. Dann kaufe ich halt bei Oma noch ein paar Lichtsteine, also Lebenssteine, die finde ich ja immer praktisch. Aber der letzte Boss war so lachhaft, da habe ich gar nichts gebraucht, da hatte ich eher Angst, dass mein Schild nicht mehr hält. Aber naja. Oh, eine weite Reise. Nur um wieder hier zu sein.